So international geht es selten zu auf dem Domhof in Hildesheim. Aus dem ganzen Bistum kamen sie zusammen. Menschen aus insgesamt 16 anderssprachigen Gemeinden. Ob aus Italien, Spanien, Kroatien oder der Ukraine. Mit Gesang und Tanz brachte jeder ein Stück seiner Heimat mit. Organisiert hat dieses besondere Fest Pfarrer Alfons Berger, der die ausländischen Gemeindemitglieder im Bistum begleitet. Idee ist, die Gemeinschaft unter den Katholiken aller Muttersprachen zu fördern und der Anlass eben dieses Bistumsjubiläum, was wir feiern. Im gesamten Bistum leben über 67.000 ausländische Katholiken. In ihren muttersprachlichen Gemeinden können sie den christlichen Glauben so leben, wie sie es aus ihrer jeweiligen Heimat kennen. Aber auch die je landestypische Kultur geben sie hier von Generation zu Generation weiter. Eine bunte Vielfalt, die jeder Besucher auf dem Domhof spüren konnte. So vielfältig die verschiedenen Bräuche auch sind, so stark ist bei den Gläubigen aber auch das Gefühl von Gemeinschaft. Ich finde das schön, dass diese Gemeinden alle zusammen sind und wir heute einen schönen Tag erleben. Was uns verbindet, ist der Glaube. Wir sind eine katholische Gemeinde, wir sind alle Schwester und Brüder. Das ist halt dieses Schöne daran, immer wieder mal zusammenzukommen, auch mit anderen Gemeinden. Deswegen verbindet uns ja Spanier, Italiener, Portugiesen. Wir sind alles katholisch und gerne feiern wir zusammen. Ja, und wir haben ja auch alle verschiedene Kulturen und Traditionen, das verbindet einen auch. Wie verschieden die Kulturen sind, das machten auch die musikalischen Klänge deutlich. Egal ob aus der Ukraine, aus Kroatien oder Vietnam. Việt Nam không đòi sương máu, Việt Nam kêu gọi tương nhau, Việt Nam đây tới năm yên vui dài lâu. Zu Beginn der Feier hatte Bischof Norbert Trelle die Gläubigen aus den verschiedenen Nationen im Dom begrüßt. Ein Willkommensgruß, wie ihn auch die Flüchtlinge, die aktuell bei uns eine neue Heimat suchen, verdient haben, so der Bischof. In der Erfahrung der letzten Tage, die wir gemacht haben in Deutschland, mit Hunderttausenden von Menschen, die zu uns kommen, als Flüchtlinge mit einem schweren, harten Schicksal der Vertreibung, der Flucht, sollen und dürfen wir als Christen sagen, gut, dass ihr jetzt hier seid. Gut, dass wir helfen können, euch willkommen zu heißen. Das ist gerade wichtig in Zeiten wie diesen, wo wir mit dem Thema der Flüchtlinge, die zu uns kommen, in unglaublich großer Zahl uns auseinandersetzen müssen. Wie begegnen wir ihnen? Ich kann nicht die ganze Welt umarmen. Aber ich kann dem Einzelnen, dem ich dann in die Augen schaue und der mich anspricht, begegnen wie ein Bruder. Erstmal fragen, wie geht es euch? Was erwartest du? Kann ich überhaupt helfen? Und wenn dann ein Weg ist, können wir den gemeinsam gehen. Mit einem feierlichen Gottesdienst in den verschiedenen Sprachen der Gläubigen ging er dann zu Ende. Der Tag der muttersprachlichen Gemeinden im Bistum Hildesheim.